Und ein Moinsen zum Gastvorbericht. Das erste Mal wieder seit Frankfurt, aber trotzdem kein Unbekannter. Letztes Saison schon die Ehre gehabt, am letzten Spieltag, wo ihr uns ja noch schön ja, die Conference League Mini-Hoffnungen genommen habt, aber natürlich dann auch schön in der Liga geblieben seid. Der Angelo ist hier, guter Armin-Tuber. Ihr kennt ihn bestimmt, kann sich immer kurz vorstellen, was bei dir so auf YouTube läuft. Ja, schön, dass ich dabei bin. Herzlich willkommen, liebe VfB Stuttgart Community. Der eine oder andere könnte mich vielleicht noch kennen. Ich war ja schon mal bei dem guten Felix auf dem Kanal, als wir über das besagte Spiel gesprochen haben. Ja, auf meinem Kanal seht ihr eigentlich immer noch Vorberichte, wenn sie dann mal kommen. Ich bin auch im Moment ein bisschen inaktiv auf meinem Kanal, möchte aber natürlich wieder dahin kommen, dass ich ein bisschen aktiver werde. Inzwischen gibt es auch wieder Stadion-Vlogs auf meinem Kanal zu sehen. War ja lange Zeit nicht der Fall, aber jetzt können wir ja wieder, ja, wenn ihr Lust habt, gerne mal rüberkommen, euch das angucken. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt gebe ich wieder ab an Felix. Genau, macht es sehr gerne. Ich weiß immer noch deine Best-of-Reaktion zu eurem Klassenerhalt in Stuttgart. Das war sensationell gut. Also wirklich auch. Ja, da ging es um alles. Ja, Mann. Also sehr, sehr authentische Nummer da drüben, Bielefeld. Das war wirklich sehr geil anzusehen. Und wir quatschen heute ein bisschen über das Thema, was jetzt auch wir leider mittlerweile nicht mehr von uns reden können, nämlich das Thema Abstiegskampf. Bei euch ja tabellarisch so oder so auf Platz 17. Ich glaube, bei uns Ja. beiden hat man auch nicht viel anderes erwartet. So, beide hoffen auf Klassenerhalt und alles, was drüber ist, ist ein Pluspunkt. Und natürlich in der anderen Hälfte gehen wir auf Bielefeld ein, damit ich quasi richtig Expertise habe, bevor dann natürlich auch der alleinige Vorbericht kommt, dann mit den ganzen Hiobsbotschaften, hoffentlich noch am Freitag nach der Pressekonferenz. Wie gesagt, Platz 17. Ja, wie war der Saisonstart? Ist es erwartbar, dass ihr auf Platz 17 steht, oder war da einfach auch ein bisschen viel vermeidbare Spiele dabei? Also ich würde mal sagen, der grobe Saisonstart, so sagen wir mal die ersten 5 Spieltage, waren eigentlich schon recht gut. Ich meine, wir sind mit viel Unentschieden reingegangen, 0-0 gegen Freiburg, 0-0 Hoffenheim, 1-1 Frankfurt. So, da haben wir eigentlich schon recht ordentliche Spiele gemacht. Auch als wir in Gladbach verloren haben, haben wir das Spiel über weite Phasen eigentlich schon gut im Griff gehabt, teilweise auch dominiert. Aber wir haben uns dann halt immer sehr, sehr dämliche Gegentore eingefangen und vorne die Dinge nicht gemacht. Haben wir gerade schon darüber gesprochen, so ein bisschen auch euer Problem. Aber wir mit 6 Hütten in 10 Spielen können da natürlich noch ein bisschen mehr von reden. Ja, Stürmerproblem, das ist so das ganz, ganz große Ding jetzt auch gerade schon in den letzten Spielen. Da haben wir natürlich absolute Scheiße auch gespielt gegen Dortmund. Gut, das ist jetzt nicht unser Niveau. Ja, aber auch so Leverkusen 4-0 unterbuttern lassen, kann passieren, muss aber nicht. Und wenn man da sieht, was für Chancen wir uns kreieren, sieht eigentlich schon recht gut aus. Nur im Torabschluss, da fehlt einfach noch so viel. Ja, also habe ich auch so ein bisschen auch abgestempelt, also ohne jetzt viele Spiele gesehen zu haben, aber so Richtung Bochum auch. Also wirklich nicht schlecht dabei so, aber halt wirklich vorne fehlt es oder einfach auch individuell dann natürlich fehlt es einfach irgendwo an Qualität. Sonst, also hohe Klatschen habt ihr zumindest ja nicht mitgenommen, ne? Also das eine Ding gegen Leverkusen hast genannt. Sonst ist es ja alles noch okay, Dortmund verlierst da halt zu Ja, Hause. klar. Die Spaßvögel haben wir dann nach der Länderspielpause, da müssen wir auswärts nach Dortmund, da wird auch nicht viel zu holen sein. Jetzt diese Kurzaktion gehabt mit Doppel-Mainz. War da ein Spiel dabei? Vor allem, glaube ich, der Pokal war vor allem noch mal enger als das Heimspiel. Ja, das Pokalspiel war sehr ordentlich. Klar, da konnte man sich schon wieder ein bisschen Mut machen auf das Ligaspiel, was am Ende natürlich nicht geklappt hat. Waren auch schon wieder so zwei, drei Dinger dabei vorne, die muss man einfach machen. Jetzt kommen auch noch die individuellen Fehler dazu. Klar, Ortega, der sonst immer so stark ist, patzt auf einmal. Klar, ist menschlich, kann passieren, nimmt den auch überhaupt gar keiner übel. Oder ein Pieper natürlich, der letzte Saison einfach der Rückhalt in der Innenverteidigung war, haut jetzt so einen Bock raus. Na, viele sagen auch, ich sag auch, der braucht jetzt einfach mal eine Pause. So. Der hat so viel durchgespielt, dann die U21 Nationalmannschaften alle durchgerattert, Olympia, EM oder U23, was das war. Weil der spielt eigentlich seit 2 Jahren so ohne Pause richtig Ja. durch. Und klar, der ist 23, der braucht jetzt mal 2 Wochen Pause, um richtig wieder in Form zu kommen und dann wird das auch wieder laufen. Ja, weiß ich auch nicht, warum man ihm nicht mal eine Pause gönnt. Vielleicht nach diesem Spiel, nach diesem Bock mal. Ja, oder eben eine Länderspielpause, da kriegt er, obwohl U21 wahrscheinlich reist du wieder mit, ne? Wahrscheinlich.
Ja, Gehe ich mal von aus. aber ich sehe es ja auch schon, mit 24, die ihr auf Transfermarkt gelistet werdet, habt ihr nicht unbedingt einen großen Kader. Könnt ihr überhaupt groß durchrotieren oder müssen eben die, die spielen können, auch dann ran? Also Verletzte haben wir auch schon gesprochen. Bei uns, das ist ein leidiges Thema bei uns mittlerweile, aber bei euch ist zumindest nichts, was Verletzungen angeht, schlimm im Kader. Nee. Aber sonst ist er wirklich auch nicht groß für so eine lange Saison. Nee, wir können auf jeden Fall gut rotieren und wir machen es auch, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel, weil es ist wirklich jedes Spiel eine andere Startelf auf dem Platz. So, da kommt einfach keine gefestigte Mannschaft zusammen. So, ich halte von Kram eigentlich schon recht viel, nur der ist ja jetzt natürlich auch gerade bei den Fans sehr, sehr stark in der Kritik. Okay. Jetzt gegen Mainz auch das erste Mal Kram rausrufe. Oh, okay, Ich halte mich krass. da immer sehr, sehr zurück, was sowas betrifft. Ich bin jetzt nicht für, dass er geht, aber wenn er gehen sollte, dann würde ich es jetzt auch tatsächlich nicht besonders schlimm finden. So, ich denke mal, ihr wisst, was ich Ja. meine, weil ich weiß auch nicht, also er war mir halt von vornherein nicht so sympathisch, so als Trainer. Klar, er hat uns in der Liga gehalten, muss man ihn anerkennen. Aber jetzt auch das mit diesem ganzen Rumrotieren, Wechsel, die man nicht unbedingt versteht, Spieler, die halt ein gutes Spiel gemacht haben, gerade auf Außen, die sehr, sehr wichtig sind, nimmt er dann frühzeitig vom Platz und ja, weiß ich auch nicht. Also manchmal sehr komische Wechsel und gerade das mit diesem Rotieren, da findet halt keine Mannschaft so richtig, ja, dass da ein bisschen Zusammenhalt herrscht. Ja, Stammelf wäre schon wichtig. Ich meine, die kommen bei uns auch nicht rein, aber es hat dann zumindest keine Trainerproblemchen, sondern eher Kaderproblemchen, Verletzungsprobleme. Aber krass, wenn er wirklich schon ein bisschen angezählt ist. Ich meine, letztes Jahr war es ja auch sowieso schon ein recht überraschender Wechsel dann, ne? Mit dem Ja, Aufstiegstrainer und klar. so, das war ja Ja, schon los. irgendwie, wie soll man sagen, ein unsympathischer Trainerwechsel. Ich glaube, den wollten nicht viele bei euch wahrscheinlich. Hat dann geklappt, recht souverän, sage ich mal, die Klasse gehalten, aber wirklich nicht schlecht gespielt, auch bei uns ein gutes Spiel gemacht damals. Aber dann, ja, kriege ich fast schon Parallelen, wie jetzt, wo wir in Augsburg waren, wo wir auch davor waren, nach Motto, ey, wenn wir die jetzt auch noch abschießen, aus wird dann fliegt vielleicht der Weinziel, dann kommt mit euch da gefühlt der nächste Aufbaugegner, wo der Trainer gefühlt noch das eine Spiel hat, eine Länderspielpause, wäre ja der perfekte Zeitpunkt, um dann möglicherweise einen neuen zu installieren. Das macht mir Ja, klar. schon leicht Angst. Also ich gehe auch davon aus, wenn wir jetzt in Stuttgart verlieren, dass er dann raus ist, Boah, weil okay. Arabi Sportdirektor hat schon gesagt, so, wir werfen ihn jetzt noch nicht raus. Und das heißt ja schon viel, ne? Wenn der da schon Statements so abgibt. Ja, schon. Ich meine, die Phase, die er dann bekommt, nach Länderspielpause ist natürlich auch nicht so geil, ne? Dann ist, wenn ich sie sehe, zu Hause Wolfsburg, auswärts München, zu Hause Köln. Ich meine, klar, für uns liest sich gerade kein Gegner einfach, ne? Aber trotzdem, das ist ja München, Wolfsburg muss man sehen, aber die haben noch diesen neuen Trainereffekt von Kofeld vielleicht auch in Leverkusen Ja. gerade gewonnen. Wird direkt in einen schwierigen Start reingeschmissen. Was, Klar, also ja. viele leichte Gegner in An- Ja. und Abführung haben wir jetzt schon hinter uns, so Fürth, Augsburg, Frankfurt, alle, die unten drin stehen. Ja, leichter wird es nicht. Ja, was erwartet man dann noch bis Hinrundenende? Jetzt steht man auf 5 Punkten. Wie viel geht dann noch aus den letzten Spielen, wenn man immer Ja, die nächsten anschaut? Nach Köln können wir auch ist dann Berlin, Bielefeld, ja, Bochum, habe ich gerade verschaut. Und dann müsste noch Leipzig dran sein, genau. Ich glaube, vor allem Bochum wird da wichtig. ja, ist eine gute Frage, was man sich da erhofft, was man da erwartet. Also wenn man die Gegner jetzt mal so ansieht, erwartet man eigentlich nicht viel, aber ich sag mal auch, naja, Mannschaften, die im Tabellenkeller stehen und gerade Bielefeld auch, jetzt wenn man mal so in die zweite Liga zurückdenkt, wir waren eigentlich schon immer eine Mannschaft, die gegen die größeren Teams eigentlich immer unsere Punkte geholt haben. Letzte Saison war es halt genau umgekehrt, dass wir gegen die Mannschaften unten drin unsere Punkte geholt haben, was dann am Ende zum Glück gereicht hat. Aber wir wollen auch hoffen, dass wir so ein bisschen back to the roots gehen und dann gehen die großen Mannschaften unsere Punkte holen. Vielleicht wie letztes Jahr 3-3 in München. Wäre ja schon mal was. Ja, es ist immer schöner, welche mitzunehmen. Aber auch letztes Jahr, das ist, glaube ich, wenn man historisch zurückguckt, glaube ich, jetzt der nächste Spieltag. Also wenn man mit der letzten Saison vergleicht, müsste der nächste Spieltag sein, wo wir dann das 1:5 in Dortmund geholt hatten. Also da Punkte zu nehmen ist immer wichtig, aber du kannst dich halt darauf nicht verlassen. Und ich habe leider das Gefühl, gerade beim VfB, dass du dich auch wieder auf die größeren Spiele fast verlassen musst, als irgendwie auf die kleinen gerade, weil auch in Bochum haben wir 0-0 geholt und so leblose, oder ja, leblos war es auch nicht, aber halt leblose Ergebnisse. Ich will den Auftritt da nicht leblos sein, aber leblose Ergebnisse, so 0-0 da und dann
Das Fürth 5-1 hat alle ein bisschen geschockt am Anfang, glaube ich. Das war, glaube ich, ein bisschen zu hoch als Saisonstart. Und seitdem auch in Augsburg, also da brauchst du, wie gesagt, ich mach mal nach, das Video kommt quasi chronologisch für euch gesehen, noch die Aufnahme, bevor ich meinen Nachbericht aufnehme zu Augsburg. Deswegen bin ich da noch ein bisschen angeeckt von gestern, von der schönen Auswärtsreise. Aber da brauchst du halt auch, wie gesagt, Verletzungspech. Du kannst eine ganze Mannschaft plus Dreierbank stellen, die verletzt sind gerade, die auch gar nicht mal schlecht wäre für die Liga. Aber du darfst halt nicht 4-1 untergehen. Also das war halt. Suche Erklärungsansätze, aber es gibt eigentlich keine. Du gehst in Führung, machst ein Top-Spiel die ersten 15 Minuten und noch bevor Führich runtergeht, noch bevor quasi verletzt getreten wurde von Augsburg, gibst du Spiel aus der Hand. Also, und auch schon die ersten großen Charakterfragen kommen schon. Die Davi spricht ein Mentalitätsproblem an. Nach dem Motto, so wie immer hören wir auf zu spielen, wenn wir führen oder wenn es gerade gut läuft, so wie immer. Das ist ja auch neu in der Saison. Also bei uns ist zumindest, glaube ich, der Trainer nie im Leben eine Diskussion. Das wäre, glaube ich, wirklich der größte Quatsch überhaupt. Hieß auch selbst vor der Saison, dass selbst bei Abstieg bleibt der Trainer. Also immer dann die Frage, wenn wir jetzt als 18. absteigen, ist auch die andere Geschichte, da bleibt der Trainer trotzdem nicht. Aber so die Lippenbekenntnisse sind ganz großen Sachen drin. Ich glaube, bei uns passiert da wenig. Aber um bei dem wichtigen Spiel bei euch zu bleiben, mit dem Bochum-Spiel vor allem, auch Heimspiel, 16. Spieltag, schon in der Woche noch. Können wir auch mal auf die anderen Gegner gucken, die wir unter uns haben, was man so unter uns lassen kann. Sind da Fürth, wir sehen Augsburg natürlich auch noch dabei, Frankfurt ist in der Gegend, Bochum. Bei wem hast du so die größte Hoffnung, dass zumindest zwei Stück, also direkt der Abstieg, dass da zwei nochmal schlechter sind als wir? Ja, gut, also ich denke mal, bei Fürth können wir uns relativ sicher sein. So, die werden nicht mehr großartig was holen. So, sympathische Truppe hin und her, hin oder her, aber das wird nichts. Ich habe die Tabelle jetzt auch mal so auf. Augsburg habe ich eigentlich vor der Saison schon so ein bisschen abgeschrieben. Ich glaube, auch auf dem Relegationsplatz, so wie Ja. es jetzt ist. Ja, eigentlich sind die auch nicht gut drauf. Also bei denen hat es ja auch komplett gekracht vor unserem Spiel gestern. So Weinzierl-Spieler angezählt, von oben kamen Ansagen. Aber das wäre halt, wenn wir jetzt erstmal seit 2 Jahren wieder einen Aufbaugegner spielen, dann keine Ahnung. Vielleicht laufen die jetzt auch in den Run. Ich weiß, die nächsten Spiele jetzt nicht von Augsburg, aber an und für sich schlechter Kader ist da ja auch nicht. Also die haben ja gestern Dorsch eingewechselt, Niederlechner und so Geschichten. Das ist einfach auch eine tatsächlich eine andere Kaderbreite nochmal. Ja, Als also unsere Qualität ganzen ist das 18-Jährigen, schon. die wir da haben. Also bei euch wahrscheinlich auch noch viel, viel auf Jugend oder viel auf Leute setzen, die halt wenig Bundesliga-Erfahrung haben. Ja, also ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt mit der Jugendplanung so. Das geht jetzt eigentlich. Also unsere jungen Spieler sind so 22, 23, Ja, okay. 24. So. Die haben schon ein bisschen was hinter sich. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur mit 18, 19-Jährigen da rumlaufen. So, aber ja, um auf die Bochum, Frage ja. zurückzukommen, ist Bochum es halt hast du noch und schwierig, Frankfurt ne? hast du noch. Ja, Aber. also Frankfurt würde ich jetzt nicht sagen, dass die bis zum Ende da unten mit Nee. drin sind. Wenn schon Augsburg, auf jeden Fall. Bochum sehe ich jetzt persönlich auch nicht, tatsächlich nicht mit so da unten drin. Weil ich habe auch vor der Saison schon gesagt, ich vergleiche Bochum diese Saison so ein bisschen mit Arminia aus der letzten Saison. Ja. Die kommen einfach so über den Kampf und die werden da natürlich noch was mit dem Abstieg bis zum Ende zu tun haben, ist uns ganz klar. Aber ich denke mal, dass die sich relativ souverän 2, 3 Spieltage vor Ende schon retten werden. Ja, ich glaube, ich habe die auch sogar drin gelassen, meine Saisonprognose. Ich weiß gar nicht, wen ich direkt runter habe. Also Fürth auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich euch oder Köln direkt runter habe. Also ich habe Köln sehr, sehr schlecht eingeschätzt vor der Saison. Ich glaube, Köln mache ich auf 16, euch auf 17 tatsächlich, böserweise. Ja, ich glaube Aber auch. auf die beiden müssen wir halt aus VfB-Sicht oder auf euch beide quasi aus VfB-Sicht so ein bisschen hoffen. Dass da Fürth eh schon weg ist, kann man eigentlich, ist klar, 10er Spieltag so, aber die sind gefühlt weg. Und rein von der Punktzahl her seid ihr auch 4 Punkte weg von Augsburg. Also das nächste Spiel Ja. ist schon auch ja extrem, extrem wichtig. Und da habt ihr ja auch gar nicht mal so einen schlechten Rekord bei uns. Ne, letzte Saison hat uns mit 5-0 abgeschlossen in Summe. Generell Heimspiele gegen euch waren normalerweise eigentlich ganz gut, aber jetzt die letzten zwei, drei liefen nicht so. Können wir direkt nochmal zum letzten Punkt übergehen, zur Prognose quasi. Was erwartest du für Samstag? Wie optimistisch oder ja, hoffnungsvoll gehst du rein? Ja, wie hoffnungsvoll. Also nach den letzten Spielen sagen wir mal, meine Hoffnung liegt bei 30%, dass wir da was holen. Ist schon vielleicht ein bisschen hoch angesetzt tatsächlich. Ist natürlich auch ein Heimspiel für euch.
Es wird gute Atmosphäre sein. Für euch geht es um wahnsinnig viel, für uns natürlich auch. Vielleicht muss man mit einem Punkt zufrieden sein, obwohl man es eigentlich nicht kann, aber ich glaube, ein Dreier ist da für uns tatsächlich nicht drin. Glaube ich nicht. Ja, wir können so leicht hoffen, dass ein paar zurückkommen, dass ein Marmusch zurückkommt, Müller wieder ins Tor, dass wir auch ein Massimo zurückkommt. Da haben wir ja auch die Parallele, die haben wir ja von euch dann geholt, Ja. ausgehen und dann ist wieder bei uns fix quasi, auch wenn der auch noch für seinen Durchbruch braucht noch. Also er wäre erfrischend, weil einfach die da vorne noch weniger bringen gerade. Das ist eher das Hauptargument, dass gerade ein Massimo wieder bringen dürftest. Auch tabellarisch sagt es gerade nicht viel aus. Ich bin ein großer Statistikfan, zehnt das immer in der Heimtabelle. Ihr seid 15 in der Auswärtstabelle, aber bei den wenigen Spielen Ja. brauche ich uns gar keine Heimstärke irgendwie anzüffeln zu wollen, weil wir haben wir auch nicht großartig so. Das Union-Spiel war ja davor auch nicht gut. Gegen Köln rausgeflogen im Pokal, recht kläglich zu Hause. Das war ja alles nicht unbedingt geil. Also bei uns ist auch wirklich viel über das System Hoffnung. Und auch die Hoffnung, dass, weil wir das öfter brauchen, haben wir auch vor Hoffenheim gebraucht, wo wir 3-1 gewonnen haben. Das war auch ein wichtiger Zeitpunkt damals. Dass die Mannschaft öfter mal, auch historisch der VfB, öfter mal dieses Hallo wach braucht, so diesen Schlag in die Fresse brauchen so oft. Den haben sie jetzt in Augsburg mal dermaßen bekommen. Und deswegen kann man so ein bisschen die Hoffnung reinsetzen, dass jetzt vielleicht so eine Trotzreaktion kommt. Aber sonst, keine Ahnung, ist der Kader gerade halt so dermaßen ausgedünnt, dass ich auch keine riesengroßen Kadervorteile gegenüber von eurem Kader sehe. Also, keine Ahnung, das könnte wirklich, glaub, ein dreckiges Ding werden. Machen wir es kurz auf ein Ergebnis runter. Was tippst du für Samstag? Dann gebe ich meinen Tipp noch ab. Ich sag mal 1-1. 1-1. Da glaubst du wirklich da, auch von einer neutralen Sicht, was die meisten tippen würden. Ja, ich muss auf das Prinzip Hoffnung gehen. Also, keine Ahnung. Du musst halt. Also, es ist ganz einfach, weil sonst hockst du am Ende des Tages dann einen Punkt auf Relegationsplatz, oder was dann Bochum, Frankfurt und Co. noch spielen, bist du vielleicht sogar auf dem Relegationsplatz zur Länderspielpause. Und wie gesagt, danach kommt bei uns dann auch Dortmund, Wolfsburg, Bayern, das sind nicht in der Reihenfolge, aber die ganzen Gegner kommen dann noch, auch Hertha, Köln. Also, ich gehe wie immer mit so einem dreckigen 2-1 oder lass es ein 1-0 werden, ist mir völlig egal wie, lass uns das ganze Spiel kein Schuss aufs Tor bringen und 90. Ecke reinköpfen. Es ist völlig wurscht gerade, aber die große Hoffnung ist gerade noch nicht da. Vielleicht baut sich die über die Woche noch an. Vielleicht kommen mal irgendwelche schönen Nachrichten, dass der und der nochmal zurückkommt für Samstag, aber sonst könnte es, glaube ich, ein recht böses Spiel werden. Und ja. Ja gut, wir müssen uns die Hoffnung so ein bisschen holen über das ganze Verletzungspech. Das müssen wir jetzt, Ja. grob gesagt, mal so ein bisschen ausnutzen Ja, natürlich. 100%. Ja. Ja, 3 Punkte müssen natürlich sein. Wenn es am Ende ein Punkt wird, ja, nehmen wir den mit. Ist natürlich nicht genug, aber was soll man Ja. machen? Ihr könnt ja vielleicht Im ganz Moment. einfach an die letzte Saison erinnern und ein ähnliches Spiel Ja. abliefern. Das hat ja scheinbar gegen unseren Spielstil gepasst. Auch so destruktivere Teams sind eher nicht so das, wo wir Bock drauf haben. Also so, keine Ahnung. Da lassen wir uns schon schön einlullen. Aktuell hat ja Augsburg auch geschafft. Und auch Standards, da könnt ihr schön drauf achten. Die haben uns drei Standarddinger reingehauen da hinten. Und das war Augsburg und nicht Bayern. Also da Ja könnt ihr gut, auch ein bisschen drauf Standards, hoffen. da sind wir jetzt auch nicht, weil die Meister drin. Was da Ja. manchmal für Ecken oder Freistöße kommen, das ist grausam. Ja, wer weiß, Augsburg war davor auch noch nicht bekannt dafür, für die ganzen Ja gut, Standards. du Also machst da, mir Hoffnung, das finde ich gut. wie gesagt, am Samstag, wenn es doof läuft, fallen Kempf weiter aus, fällt Mafropanus weiter aus, dann zockst du da auch mit der Innenverteidigung, wo eins von drei noch da ist in der Dreierkette, die eigentlich Stamm spielen. Und der einen von drei, der quasi noch Stamm spielt, ist dann Anton, der jetzt ewig raus war. Dann hast du noch einen Ito aus der japanischen Liga, der, wie gesagt, der macht das top. Und dann hast du noch mal einen anderen. Vermutlich spielt da ein Mola, der aus einer Zweitligasaison kam. Jetzt irgendwie seinen zweiten Einsatz mal hatte und anderthalb Jahre davor verletzt war. Also Gut, Anfälligkeit ist da schon da. Aber gerade ich wenn man mit drei hab's. Innenverteidiger spielt, Eben. ist das schon schwierig dann. Eben. Aber gut, hoffen wir mal aufs Beste. Am schönsten für uns war natürlich ein Punkt, weil so keiner verliert. Keiner hat irgendwie groß was verloren, aber helfen tut uns halt. Nee, Eines Tages absolut beiden nicht. nichts von der Länderspielpause. Aber ja, dann cool, dass du dabei warst. Wie gesagt, guckt bei ihm vorbei. Wir nehmen gleich noch das zweite Video auch für seinen Kanal auf. Klare Geschichte, schaut bei ihm vorbei. Genau, würde ich sagen. War's mit diesem Video. Wir müssen uns irgendwo die Hoffnung ansaufen für Samstag. Mal gucken, wie viele kommen. Wir hoffen mal, dass wir das Union vielleicht geknackt bekommen. Da kamen ja 32.000 grob oder 32.500. Dürften ja voll auslasten, aber halt der Antrieb ist nicht so groß da bisher. Hoffen aber mal in Richtung 40 vielleicht, also könnte die Atmosphäre entsprechend werden. Die Kurve ist ja eh dann Support. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, geht zu ihm rüber und bis zum nächsten Mal.